war das aber nur. Zunächst hier Zweikampfsieger Peschko, dann Peschko mit dem Fehlpass und Ben Hatira dazwischen. Und was er dann macht, ist überragend. Der erste FC Köln wirkte überfordert. Ballverlust von Peschko, der wurde kurz danach übrigens ausgewechselt. Und was dann kommt, ist vom allerfeinsten. Ben Hatira, der U21-Europameister, wurde schon mit Mainz in Verbindung gebracht. Jetzt aber Stammspieler und hier meldet er sich endgültig eindrucksvoll zurück.